Hallo meine Lieben, heute machen wir chinesische Gemüsepfanne. Ja, und für unsere chinesische Gemüsepfanne, da haben wir einfach das ganze Gemüse ein bisschen anbraten. Dann machen wir eine Marinade, die kommt dann drüber und in der Zwischenzeit haben wir schon einen Bruchreis im Reiskocher drinnen, den werden wir dann dazu anrichten. Da habe ich jetzt ein bisschen Knoblauch gehackt. Ingwer gerieben. Falls ihr keinen frischen Ingwer habt, geht natürlich auch wieder Ingwerpulver. Besser ist natürlich der frische Ingwer, aber geht schon. Dann eine rote Zwiebel. In Streifel geschnitten und dann könnt ihr wieder sämtliches Gemüse verwenden, was ihr daheim habt, was wollt. Ich habe da ein bisschen Zucchini, Karotten in schöne Stifterl und halt geschaut, dass alles ein bisschen unterschiedlich geschnitten ist, weil das ist halt in der asiatischen Küche recht schön. Dann habe ich ein bisschen Staudensellerie. Einen Lauch in Ringe und ein bisschen was vom Pak Choi. So. Das ist jetzt das ganze Gemüse. Lassen wir da jetzt anbraten und dann machen wir da unsere Marinade. Ich nehme ein bisschen Wasserkefir oder Mirin. Nehmen wir zwei so Esslöffel. Dann Limettensaft. Auch zwei Esslöffel. Dann haben wir einen Esslöffel schwarzes Sesamöl. Dann einen schwarzen Essig, entweder einen schwarzen chinesischen Essig. Alternativ geht aber auch Balsamico-Essig. Stimmen wir nur das gleich zur Seite, dass es nichts verwechselt. Da werden wir das umrühren. Dann noch einen Esslöffel von Haushaltsessig. Dann habe ich da meine sodiumreduzierte Sojasauce mit Pilzgeschmack. Da braucht man ca. 2 Esslöffel. Dann habe ich eine süße, dunkle Sojasauce. Da braucht man 1 Esslöffel. Und dann habe ich da eine Sriracha-Sauce. Das ist die scharfe. Ja, wie so ein bisschen eine tomatige Soße, scharf halt, typisch für Thailand. Wenn ihr das nicht so scharf nicht, dann könnt ihr einfach auch Ketchup-Würst stattdessen nehmen. Dann habe ich da ein paar Szechuan-Pfefferkörner gemörsert. Dann eine getrocknete Chilischote gehackt. Dann habe ich da einen Teelöffel Kokosblütenzucker in Wasser aufgelöst. Da sind wir jetzt dann schon fast fertig. Da tun wir jetzt gleich einen halben Mund Koriander noch dazu. Ihr könnt natürlich auch andere Kräuter nehmen. Oder Petersilie, ein Liebstück, wenn ihr zum Koriander nicht möchtet. Und
so halbierte, grob gehackte Cashewnüsse, die gehen wir auch noch runter und dran dann gleich auf der Pizza ein bisschen Druck. Dann habe ich da noch ein asiatisches Sesamdressing. Da habe ich noch ein bisschen was im Kühlschrank gehabt. Das ist so ein bisschen süßlich Sesam. Falls ihr einen habt. Sonst reicht da ein Löffel voll Tahini. Das ist die Sesampaste. Dann habe ich da noch hellen und dunklen Sesam. Dann ein bisschen schwarzes Kalanamak, Himalaya-Salz. Ein bisschen pinkes Himalaya-Salz. Und ein bisschen einen bunten Pfeffer aus der Mühle. Das tun wir jetzt ordentlich verrühren. Und das hat schon so den typischen chinesisch-asiatischen Flavor. Also es riecht schon extrem gut. Und schmeckt er so? Mein Klebreis aus dem Reiskocher geholt, also mein Kochreis. Dann gießen wir da die Marinade drüber. Und dann können wir das Ganze auch schon anrichten. So. Ein bisschen Gemüse. Dann können Sie zum Beispiel über den Reis noch ein bisschen was von der Soße geben. Und schon ist unser chinesisches Pfannengemüse fertig. Mit dem typischen Geruch, so wie ihr es wirklich auch vom Chinesen für euch ums Eck kennt. Müsst probieren, ist wirklich voll cool. Dann sage ich Baba, pfiat euch, viel Spaß beim Nachmachen und ciao.